Tim Collins, im Theater sagt man, eine schlechte Hauptprobe, da kommt nachher eine super Premiere. Gibt es das auch im Eishockey? Ich hoffe schon, wir sind ja optimistisch. Ja, natürlich, das letzte Spiel gegen EHC war nicht das, was wir wollten. Aber es fängt jetzt neu an, es ist eine neue Saison, wir fangen von Null an. Jedes Spiel fängt 0-0 an und wir werden uns alles tun, um gut abzuschneiden. Der Gegner ist Redeis Martinach, ein Kantonsderby in dem Playoff. Gegen die hat man 5-mal verloren in der Qualifikation. Also ist Redeis der Favorit? Ja gut, die können ruhig das Rolli-Favorit haben. Aber jeden Spiel fängt 0-0 an. Was in der Vergangenheit ist passiert. Wir haben auch in fast alle Spiele, außer vielleicht eins, seit ich hier bin, Chancen gehabt in dem Spiel. Wir haben unglaublich viel leichte Goals kassiert. Die dürfen mir nicht natürlich passieren jetzt. Aber es ist machbar. Die Mannschaft glaubt auch dran. Die Mannschaft will eigentlich gegen Martini gewinnen. Viermal war Kim Collins an der Bande bei den Niederlagen. Was hat man da jetzt für Schlüsse daraus gezogen, für Lehren aus diesen vier Spielen? No, gerade das, dass wir gegen den gut abschneiden können. Wir haben ein Spiel gespielt in Martini, wo wir deutlich verloren haben. Alle anderen Spiele auch, das letzte Spiel hier in Visp, haben wir 6-3 verloren, aber wir haben 4 Geschenke gegeben und wir haben eigentlich das Spiel bestimmt. Und das ist aus das müssen wir lernen und das besser umsetzen. Was auffällt, ist, der Ausländer Mikhailov hat 9 Tore gegen die Visper geschossen in diesen Spielen. Also muss man probieren, den in den Griff zu bekommen. Ja, er ist ein sehr guter, sehr intelligenter Spieler. Der tut nicht viel, aber was er tut, hat Hand und Fuß. Der läuft sich immer im Freiraum, der bleibt nie stehen. Er ist nicht einfach zum Decken, aber wenn wir mit 5 Leuten auf dem Eis sind und jeder macht seinen eigenen Job in seinem Raum, dann normalerweise wird er auch keinen Raum haben. Visp ist zwar die beste Powerplay-Mannschaft mit dem guten Ergebnis, dass man viele Tore da erzielen kann, aber Martinach ist die stärkste Mannschaft im Boxplay. Also ist das eine komische Situation. Ja, no, die sind die Statistics, die sind von der Vorrunde, die zählen auch nicht mehr. Das ist eine neue Saison, aber Disziplin spielt eine Riesenrolle. Wir dürfen auch nicht in Unterzahl kommen. Wir müssen schauen, dass wir gut hart spielen, aber diszipliniert. Aber genauso müssen wir unsere Chancen nutzen in Powerplay. Das ist so einer von unserer Stärke sein und das wird eine große Rolle spielen. Das erste Spiel ist auswärts in Martinach. Vorteil oder Nachteil Ihrer Meinung nach? Normalerweise ein Nachteil, aber dieses Jahr wir haben unsere besten Eishockey auswärts gespielt. Wir haben leider daheim weniger gute Ergebnisse gehabt, aber wie gesagt, es ist eine neue Saison. Hoffentlich können wir die guten Auswärtsspiele in Erinnerung bleiben und unsere Bestes. Und wir schauen, dass wir nach dem ersten Spiel eine 1-0 Führung haben in der Serie. Kim Collins, wie wichtig sind die Playoffs, die jetzt kommen, für den Trainer Kim Collins in Visp? Oh, natürlich. Für die Zukunft. Ja. No, ich will einfach weiterkommen. Ich will nicht nur das gegen Martini gewinnen, ich will weiterkommen. Und ab nächstes Jahr, natürlich wird es für mich bessere Karten geben, wenn wir gewinnen. Aber jetzt denke ich wirklich nur, was wir gegen Martini machen müssen. Wir bereiten uns für das erste Spiel zuerst und nach dem ersten Spiel werden wir für das zweite vorbereiten. Weiter vorne, nach vorne brauche ich nicht denken. Wenn es alles klappt, dann kommt es von allein. Aber wirklich nur Spiel zu Spiel jetzt und so werden wir vorbereiten. Kim Collins, alles Gute für die Playoffs. Dankeschön. Danke.